Bei der Methode Kärtchentisch geht es darum, mehrere Dinge in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Bei diesen Dingen kann es sich zum Beispiel um Begriffe, Formeln oder Fakten handeln. Wie der Name Kärtchentisch schon andeutet, es geht darum, verschiedene Kärtchen sinnvoll auf einem Tisch anzuordnen. Natürlich kann es auch ein virtueller Tisch mit virtuellen Kärtchen sein. Die Lehrkraft erstellt in der Vorbereitung die zu sortierenden Karten als auch einen einführenden Text. Anstelle eines Textes kann natürlich auch ein Video, ein Rechercheauftrag oder eine andere Grundlage genutzt werden. Im ersten Schritt befassen sich die Lernenden mit dem Ausgangsmaterial. Dabei geht es zunächst noch nicht um die Karten. Für den zweiten Schritt werden Vierergruppen gebildet. Jede Gruppe arbeitet an einem Tisch bzw. an einem virtuellen Tisch. Nun bekommt jede Gruppe alle Kärtchen. Es haben also alle Gruppen die gleiche Ausstattung und den gleichen Arbeitsauftrag. Schritt 3 besteht darin, dass in jeder Gruppe die Karten inhaltlich logisch angeordnet werden. Es geht also um Wichtigkeiten, Zusammenhänge, Hierarchien und so weiter. Die Lernenden können dabei neue Kärtchen erstellen oder Überschriften ergänzen. Sie können auch Pfeile und andere Strukturierungsmöglichkeiten hinzufügen. Für Schritt 4 bleibt eine Person am Tisch zurück, während sich alle anderen auf die anderen Tische verteilen. Die Person, die am eigenen Tisch bleibt, hat die Funktion einer Gruppensprecherin bzw. eines Gruppensprechers. Sie präsentiert die erarbeitete Logik. Die Ergebnisse werden diskutiert, wobei für die Gäste am Tisch gilt, nur gucken, nicht anfassen. Die Karten sollen also nicht verändert werden. Dieses Vorgehen wird mehrmals wiederholt, wobei die Gruppensprecher und Sprecherinnen am Tisch bleiben und die Gäste wechseln. Vorab sollte klar sein, wie lang die Arbeitsphasen pro Tisch sind und wie oft sie wiederholt werden. Für Schritt 5 kehren alle wieder an ihre ursprünglichen Tische zurück. Die Gruppensprecherin bzw. der Gruppensprecher berichtet von neuen Erkenntnissen. Gemeinsam kann nun die gefundene Kärtchenlogik angepasst werden, um das Ergebnis zu verbessern. Bei Schritt 6 kommt es darauf an, ob für die Aufgabe eine Musterlösung existiert oder verschiedene Lösungen möglich sind. Falls es eine Musterlogik gibt, wird diese nun gezeigt. Sofern verschiedene Lösungen möglich sind, werden gelungene Lösungen von einzelnen Gruppen präsentiert. Wenn die Ergebnisse weiterverwendet werden sollen, können die Gruppen jetzt ihre Lösungen noch einmal überarbeiten. Und natürlich gilt: Abspeichern nicht vergessen.